Hi, hier ist wieder der Stahlverbieger und das ist wieder die Blockhütte. Das sind wieder eure 5 Minuten. Ich habe einen lustigen Kommentar, was ist lustigen Kommentar? Einen Kommentar unter einem Video gelesen und zwar, oder in meiner Liste, ich weiß gar nicht unter welchem Video es stand letztendlich. Und zwar, da hat jemand geschrieben, dass er der festen Überzeugung ist oder sei, dass das Holz einer Gitarre überhaupt keinen Einfluss auf den Sound hat, sondern eben halt das nur durch, ja letztendlich dann durch die Tonabnehmer und die Saiten vielleicht kommt. Also ich persönlich, auch wenn ich es jetzt nicht mit, mit was weiß ich, Schaubildern oder was auch immer von Holzstrukturen oder so belegen kann, bin gehörtechnisch einer völlig anderen Meinung, das muss ich einfach mal so sagen. Wie kann man das testen? In meinen Augen sogar eigentlich relativ einfach. Geht mal in einen Laden, nimmt irgendeinen Verstärker, am besten natürlich etwas hochwertigeres, im cleanen Sound würde ich das machen. Ein Röhrenverstärker am besten, der sehr schön eine ganz große Bandbreite dann eben halt hat, etwas hochwertigeres. Nehmt dann in dem Laden mal eine, nehmt mal eine Fender Telecaster in die Hand und dann nehmt mal eine mit einem Ahorn-Griffbrett, mit einem hellen Griffbrett und dann mal eine andere in die Hand und steckt die da mal rein. Wenn diese beiden Gitarren nicht unterschiedlich klingen, also wenn man das nicht hört, dann ist man einfach dafür nicht sensibel. Dann hört man da natürlich keine Unterschiede und dann denkt man natürlich, das ist gleich. Ich bin der festen Überzeugung, dass man da aber Unterschiede hören wird. Man kann eigentlich, wenn man wirklich dann zwei Fender Telecaster Gitarren nimmt, die natürlich auch etwas hochpreisiger sein müssen, da kann man von ausgehen, dass die gleiche Pickup-Bestückung haben und dass sie ab Werk auch mit dem gleichen Saitenhersteller bestückt sind. Und ich bin der Meinung, dass diese Gitarren dann nicht gleich klingen werden. Also wenn man, ich glaube, man könnte da den Blindtest versuchen. Man kann einen Gitarristen nehmen, der spielt was auf einer Gitarre, stöpselt dann um und ein anderer sitzt meinetwegen mit dem Rücken zu ihm, sodass der andere, der dann hört, nicht weiß, ob er die Gitarre jetzt wechselt oder ob er einfach nur einmal kurz die Klinke rausgezogen hat. Ich bin der Meinung, dass man das, also dass es da einen klangtechnischen Unterschied geben wird. Ich für meinen Teil habe hier mal meine beiden PGMs liegen. Diese beiden Gitarren, das ist das exakt gleiche Gitarrenmodell. Die Pickup-Bestückung bei den beiden Gitarren, das sind die Marzio Tone Zones bei der hier und auch bei der blauen, die ich hier dann eben halt davon noch habe. Das ist von der Also, diese Gitarren sind von der Bauform, Kopfplatte, wie ihr seht, Bauform, Pickup-Bestückung, exakt gleich. Kein Tremolo drauf, feste Brücke. Ne? Und was ich jetzt persönlich, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass diese Gitarre hier eine Gold-Hardware hat. Sattelmaterial auch dasselbe. Wenn wir da anfangen, jetzt, wenn man jetzt sagen würde, der unterschiedliche Sound kommt von der Gold-Hardware, dann bin ich im Bereich der Voodoo-mäßigen Sachen. Das glaube ich zum Beispiel nicht, dass das einen großen Einfluss, vielleicht hat es einen Einfluss, aber der wird sich im Mü-Bereich abspielen. So, diese beiden Gitarren sind also baugleich, das kann man so sagen. Und dennoch, wenn ich diese Gitarre jetzt einstöpseln würde, über ein Video funktioniert das nicht. Ne? Dafür ist ein Video, das Mikrofon meiner Kamera zu schlecht. Aber wenn wir diese Gitarren, die sind auch gleich beseitet, weil ich immer dieselben Saiten spiele und ich habe diese Gitarren sogar zudem noch auf meine Bedürfnisse eingestellt. Das heißt, die sind auch noch gleich eingestellt. Das heißt, wenn ich diese beiden Gitarren jetzt in einen Amp reinstecke, das hört ihr, da schwöre ich drauf, ihr hört einen Unterschied und das kann nur am Holz liegen. Woran soll es denn bei den Gitarren hier noch liegen? Diese hier ist aus Mahagoni, kann man sehr schön sehen. Das ist hier ein Mahagoni-Korpus. Ne? Da ne, haben wir eben halt schönes, dichtes Mahagoni. Sie ist dennoch relativ leicht, weil der Korpus relativ dünn ist und eine Decke oben drauf ist. Aus was weiß ich nicht was vom Ahorn. Ne? Und ein Ahornhals natürlich, das Griffbrettholz kann ich jetzt hier nicht einordnen. Es ist zwar relativ dunkel, es ist aber kein Ebenholz. Ebenholz ist es bei meiner anderen Gitarre hier. Das ist ein Ebenholzgriffbrett. So, und wenn wir, da haben wir eben halt, ich weiß nicht wirklich, was das hier für ein Holz ist. Das kann ich euch gerade nicht
nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall aber kein Mahagoni. Das weiß ich ganz bestimmt. Das sieht man auch am Holz schon. Das Holz hat, ist sehr viel grober. Mahagoni erkennt man daran, dass es ein sehr feinporiges Holz ist. Hier ist ein Ebenholzgriffbrett drauf. Und letztendlich auch ein Ahornhals, zwar mit so einem Walnussstreifen hinten drin, aber auch da würde ich sagen, das kann man vernachlässigen. Sonst sind diese beiden Gitarren baugleich. Wie gesagt, sogar die Tonabnehmer, alles ist das gleiche, sogar gleich eingestellt und die gleichen Saiten auf jeden Fall. Aber dennoch, diese Gitarre klingt sehr viel knackiger, hat sehr viel mehr Höhen und ich würde sogar fast sagen, sehr viel mehr Output. Die andere Gitarre hat einen sehr viel dumpferen Ton, was von allen Leuten, die immer über Mahagoni reden, dichteres Holz, also fetterer Ton, fetter, dichterer Sound, das ist nur bestätigt. Und es kann bei diesen beiden Gitarren nur am Holz liegen. Es ist keine andere Möglichkeit da. Also ich gehe sogar auch mal davon aus, dass das Bundmaterial sogar noch das gleiche ist bei den beiden Gitarren. Das wäre ja sonst auch noch, ne? Da liegt die Saite ja auch beim Schwingen, wenn ich greife. Da könnte man auch noch argumentieren, dass das was ist. Die Gitarre würde sicherlich ein anderes Systemverhalten haben, wenn sie ein freischwebendes Vollrost-Tremolo hätte, hat sie aber nicht. Das heißt, das ist also auch das Gleiche. Es ist die gleiche Bauform. Und laut der Theorie, wenn man sagen würde, das Holz hat keinen Einfluss auf den Klang, dann müssten diese beiden Gitarren absolut identisch klingen. Und zwar absolut identisch. Und das tun diese beiden Gitarren einfach wirklich definitiv nicht. Und schon gar nicht, wenn ich an dem Pickup-Wahlschalter hier rumdrehe. Diese Gitarre hat auf dem vorderen Pickup, wenn ich den splitte, einen super Strat-artigen Sound. Also eine glasklare Höhen. Also das kommt schon fast einer Stratocaster sehr gut, wenn ich den richtigen Amp hinten dranhänge. Also man wundert sich, wie strattig das hier klingt. Das kriege ich mit dieser Gitarre nicht hin. Die hat einen viel dickeren Sound und also viel voluminöser. Die macht das nicht. Obwohl die gleichen Tonabnehmer drin sind und obwohl auch die Schaltung hier drin dieselbe ist. Also das halte ich für diskussionswürdig. Man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, völlig unterschiedliche Gitarren zu nehmen. Also ich kann ja den Unterschied des Holzes nur dann hören, wenn ich wirklich dieselbe Gitarre habe mit denselben Spezifikationen. Also dieser Fall hier, das kann ich ja vergleichen. Wenn die Rahmenbedingungen, Saiten, Tonabnehmer und so weiter genau das gleiche sind. Hier ist noch diese Gitarre gut. Bei den Griffbrettern, da können wir jetzt streiten. Aber wenn selbst dann, wenn bei diesen beiden Gitarren das unterschiedliche Griffbrettmaterial es ausmacht, dass sie anders klingen, dann hat das Holz ja doch eine Auswirkung auf den Sound. Sonst ist ja... Also irgendwas muss ja dafür verantwortlich sein. Also ich bin schon der Meinung, dass das Holz Einfluss auf den Schwingungscharakter der Saite hat, was zur Folge hat, dass eben halt eine Saite mehr Höhen oder weniger Höhen ja, produziert beim Schwingen und generell deswegen auch anders schwingt und was eben halt dann zur Folge hat, dass ein anderer Sound über die Tonabnehmer übertragen wird. Und das kann dann nur das Holz sein. Das ist meine feste Überzeugung, definitiv. Und ich gehe sogar noch viel weiter. Ich persönlich bin der Meinung, diese Gitarre hat ja keine Pickup-Rahmen. Hier sind die Pickups direkt ins Holz geschraubt. Ich behaupte, auch das macht einen klangtechnischen Unterschied, ob die Pickups jetzt an den Rahmen aufgebummelt werden oder ob sie direkt ins Holz geschraubt. Ich bin fest der Meinung und Überzeugung, dass das alles Einfluss auf den Sound in irgendeiner Form hat. Ob das positiv oder negativ ist, das lasse ich mal im Raum stehen. Aber ich sage, es hat einen Einfluss. Und es hat auch einen Einfluss, wenn eine Gitarre einen geschraubten Hals und einen eingeleimten Hals hat. Da bin ich auch fest der Meinung, dass das so ist. Und auch der Sattel hier oben, der ist nicht ganz frei von Soundeigenschaften. Aber ich denke, bei den Sachen, also wenn es so diese Kleinigkeiten werden, Bünde, Sattel und so weiter, dann verengt sich der Grad der Wichtigkeit meiner Meinung nach, immer so ein bisschen ins kleinere Detailverhalten. Aber vom Prinzip her bin ich persönlich definitiv der Meinung, dass das Holz einen ganz wichtigen Teil dazu beiträgt, wie eine Gitarre klingt. Wobei ich
hierbei jetzt nicht unbedingt sage, dass eine teurere Gitarre immer mehr, also besser klingt. Das meine ich damit nicht. Ich meine einfach das Schwingungsverhalten generell eines Instrumentes. Dass vielleicht bei einer billigen Gitarre diese Abstimmung, sprich, dass das Korpusholz sehr gut zum Halsholz passt und dass sich deswegen ein gutes Schwingungsverhalten entwickelt, das kann ja auch bei einer niedrigpreisigen Gitarre der Fall sein. Ich bin nämlich zum Beispiel auch der Meinung, dass ob ich jetzt eine Gitarre habe, diese hier, ich sage jetzt mal die helle, die sieht ja, naja gut, die sehen beide relativ, wenn man dicht dran geht. Na, hier kann man die Maserung auf dem Korpusholz auch sehr gut sehen. Diese beiden Gitarren sehen ja schon sehr hochwertig aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier, was weiß ich, ne, dass ich hier, dass ich bei der hellen hier diese Griffbrett-Inlays, diese Quadrat- oder Rechteck-Einlagen habe, solche Sachen, ob das jetzt Abalone-Inlays oder wie das alles heißt, Perlmutt, schieß mich tot, oder hier wie bei der Gitarre gar nichts auf dem Griffbrett ist, solche Details sehen nur aus. Ne, ob ich jetzt auch ein Binding um den Hals drum habe, ich denke, das auch, das sieht nur aus. Also das sind dann so, solche Sachen machen eine Gitarre ja eigentlich nur noch teurer irgendwann mal. Oder teure Mechaniken zum Beispiel. Also für Mechanik kann man, wenn man ganz durchdreht, auch ganz, 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 ganz viel Geld ausgeben. Aber ich glaube, dass dann, dass das nicht so ein gravierender Einfluss auf den Sound dann halt ist. Aber vom Prinzip her bin ich da wirklich fest der Meinung, dass das von der Gitarre definitiv honoriert wird, wenn anderes Holz und hochwertiges Holz, und dass man es halt hören kann. Ne? Wie gesagt, über den Preis sagt das noch nichts aus. Eine gute Abstimmung muss es sein. Ne? Alles klar.